Hallo, ich heiße Jennifer Montag, bin 20 Jahre alt und ich bin Europameisterin mit der Staffel geworden, wo wir auch Weltrekord gelaufen sind. Seitdem ich, glaube ich, einen Tag alt bin oder einfach aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, wurde ich schon direkt mit meinen Eltern mit zur Anlage genommen. Die haben nämlich auch Leichtathletik gemacht, auch bei meinem jetzigen Trainer trainiert. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen, da war sie ein paar Stunden alt. Da hat man natürlich einen anderen Zugang zu ihr und hat auch vor allem ein bisschen mehr Hintergrund. Ich habe ihre beiden Eltern schon trainiert und kann mir da so viele Dinge dann einfach zusammenreimen. Und mit mir kann sie Sachen nicht machen, die sie mit anderen Sachen machen, mit anderen Leuten machen kann. Ich habe jetzt vor kurzem eine Medaille geholt, meine erste Medaille. Sie hat jetzt mit der Staffel letztes Jahr eine Medaille geholt und das ist doch, das pusht einen gegenseitig und da freut man sich immer über die Person, die jemand was erreicht hat. Ehrgeizig vom Sport her, denke ich, sind wir beide. Durch unsere Erfolge pushen wir uns noch so ein bisschen. Wenn der eine Erfolg hat, oh, will der andere unbedingt auch Erfolg haben. Das ist jetzt nicht das Negative, sondern wirklich das Positive daran. Trainingsfaul sind wir, glaube ich, wenn wir keine Lust haben, beide. Mittelfristig auf jeden Fall gehört sie zu den interessantesten Athletinnen im Sprintbereich, die wir hier haben, und kann dann gleich auch in unseren Spitzenbereich in Deutschland auf jeden Fall hineinrennen. Da bin ich absolut von überzeugt. Ja, natürlich irgendwann Olympia 2020, Berlin dieses Jahr ist natürlich auch ein großes Ziel, aber mein allererstes Ziel ist, gesund zu bleiben. Ich hatte viele Verletzungen, viele OPs hinter mir und das ist wirklich, ja, das Wichtigste für mich, gesund zu bleiben.